Ja, tolle Dinge geschehen und deswegen wird es umso wichtiger, dass Sie auch Sie jetzt schleunigst in die Basis eintreten und dort dann beantragen, mit den Next Scientists for Future zusammenzuarbeiten. Es tun sich ganz tolle Dinge. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding bitte schneller drehen, die Wunschgeschwindigkeit einstellen, weil ich ja so langsam rede. Man hört es an der Stimme, es war ein ereignisreicher Tag mit zwei Online-Konferenzen, mit der Gemeinwohllobby hier, Gemeinwohllobby mit der verfassungsgebenden Versammlung der Gemeinwohllobby. Und die Frage stellt sich, die Gemeinwohllobby und verfassungsgebende Versammlung hat nichts mit verstaubten, rückwärtsgewandten, vergangenheitsorientierten verfassungsgebenden Versammlungen zu tun, wie man sie sonst so kennt, sondern das ist ganz auf der Höhe der Zeit, auf der absolut, auf der Spitze der wissenschaftlichen Diskussion, denn die beziehen in ihren ersten Verfassungspunkten, reden sie über das, was diskutiert wird, über die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Und jetzt haben sie sich geöffnet, auch mit in die Diskussion einzubeziehen, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future. Ja? Also das heißt, denn das ist das, was Weltrat und Next Scientists for Future sagen, die Wahrheit, die Lösung wird im Bereich liegen von Gemeinwohlökonomie von Christian Felber und gemeinwohlorientierter Wirtschaftsordnung, gemeinwohlorientierter Wirtschaftsordnung der Next Scientists. Also GWÖ und GWO, diese beiden Schwestern, da liegt die Wahrheit. Und leider ist die Basis noch nicht ganz klar auf dem Punkt, diese beiden einzubeziehen als Experten, GWÖ und GWO. Ja, darum, da liegt, da, wenn man eine erfolgreiche Partei sein will, die wirklich was Neues bringt, muss man da liegen. Und das Beste wäre, wenn die Verfassung sich wirklich so positiv entwickelt bei der Gemeinwohllobby, wie das bis jetzt sich heute anließ, dann sollte dann die Basis, quasi die Verfassung, die da rauskommt, sozusagen eventuell zum Bestandteil ihres Parteiprogramms machen. Weil im Moment kann ich sagen, dass die Gemeinwohllobby vom Erkenntnisstand wesentlich weiterentwickelt ist als die Partei, die Basis. Ja? Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, Gemeinwohllobby oder die Partei, die Basis, würde ich sagen, ja, die Gemeinwohllobby ist ja viel besser. Ne? Also deswegen auch werden Sie auch Mitglied bei der Gemeinwohllobby, Sie werden dann automatisch ja Mitglied, kostenloses Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung, wie wir heute gelernt haben. Ne? Also die Schlüsselfrage, die Gretchenfrage ist, wann folgt die Basis endlich, endlich, endlich auf das gleiche Niveau wie die verfassungsgebende Versammlung der Gemeinwohllobby und bezieht auch endlich die Gemeinwohlökonomie von Felber und die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, also GWÖ und GWEU, ein, also die GWO der Next Scientists for Future und die GWÖ Felber, also GWÖ und GWO einziehen. Das ist das Zauberwort. Wenn eine Partei eine erfolgreiche Partei werden will und sie bezieht die beiden nicht ein in die Diskussion GWÖ und GWO, dann kann sie nichts erreichen, weil die Wähler warten auf etwas richtig, den großen Wurf. Und dann kommen nur kleine Würfchen, wenn man GWÖ nicht dabei hat und GWO nicht dabei hat und beide nicht in Kombination dabei hat, dann kommt kein großer Wurf raus, sondern es kommen nur armselige Würfchen raus. Ne? So, und dann noch ein paar Schlagworte aus der letzten Talkshow heraus. Noch ein paar Kernsätze, weil Sie merken, ich bin müde, ich will schnell Schluss machen für heute. Wir hatten nie zu wenig Naturschutz und Erdschutz.
sondern wir hatten immer nur zu wenig Menschenschutz. Und weil wir zu wenig Menschenschutz hatten, sind die Konzerne hingegangen, haben die ganze Erde vergiftet, sodass dann auch wir Menschen vergiftet wurden und krank wurden, weil wir nicht zählten. Führen wir jetzt mit der GWO den Menschenschutz ein, dann werden die Konzerne endlich selber Naturschutz und Erdschutz so weit praktizieren, wie es für unser Wohlfühlen, unsere Gesundheit und unsere Langlebigkeit vonnöten ist. Aber wir machen dann also quasi keinen Fetisch aus der Natur und der Erde, ja, sondern wir gehen vernünftig mit ihr um und die Konzerne werden alles tun, dass wir nicht mehr krank werden durch giftige Luft, giftiges Wasser und so weiter, dass wir auch nicht mehr unsere Bestäubungsinsekten gefährden und so weiter, denn viele Teile der Natur brauchen wir, während bei vielen Organismen ist es egal, weil die für uns nicht relevant sind. Aber wir müssen endlich durch die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung dazu kommen, dass wir sozusagen, dass wir letztendlich die Konzerne davon abbringen, ihr Heil in der Zerstörung der Welt zu sehen. Ja, und wir werden das mit der GWÖ und GWO dann wohl vielleicht auch in die Homepage schreiben müssen irgendwann. Die beiden Schwestern, die ältere Schwester ist die GWO, die hat 53 Jahre, ist die alt. Und die GWÖ, die ist ca. 20 bis 30 Jahre alt von Felber, ist halt die jüngere Schwester, noch ein bisschen naiv aus unserer Sicht, aber sie ist wichtig. Also GWÖ und GWO, da entscheidet sich alles. Da spielt die Musik, wie man so schön sagt. Ja, ja und dann, also wir hatten immer nur zu wenig Menschenschutz und die GWO und will ganz präzise den Menschenschutz einführen. Ja, und dann ohne positive Anreize, ohne die Stiftung Warentestisierung, bin ich mir zu gefährlich. Da besteht die Gefahr, dass sogar ich vorteilbringende Irrtümer entwickle und anderen schaden könnte des Geldes wegen. Ja? Also ich bin nur dann bereit, wieder eine Praxis aufzumachen, wenn ich positive Anreize habe, wenn bei mir gemessen wird, schade ich meinen Kunden oder nutze ich meinen Kunden. Und erst wenn das sinnvoll gemessen wird, dann weiß ich, dass ich kontrolliert werden und ich brauche diese Kontrolle, damit ich nicht wieder reinrutsche, vorteilbringende Irrtümer zu glauben und zu entwickeln, die mir Geld bringen, aber den Patienten eher schaden. Und diese Grundhaltung wünsche ich mir von jedem Arzt auf der Welt, ja, und jedem Heilpraktiker. Ja, wie biegsam ist die Psyche? Das ist eben der Punkt. Ich habe Angst davor, dass meine Psyche auch wieder biegsam sein könnte, wenn das Geld lockt, ne? Und deswegen brauchen wir, dieser Punkt, wie biegsam ist die Psyche, das müssen wir auch berücksichtigen, auch wenn wir Kommunen aufbauen. Denn irgendwann fängt die Kommune an, Fernhandel zu betreiben mit irgendwelchen anderen Kommunen und spätestens da muss man wieder gucken, nicht dass dann wieder sich vorteilbringende Irrtümer einschleichen und man die Nachbarkommunen mit ungesunden Lebensmitteln vergiftet, die Fernkommunen und selber dann den Profit macht auf Kosten der Gesundheit der anderen. Ja, ja und spätestens ab der Erfindung des Fernhandels liegen Fehlanreize im System vor. Und deswegen will ich für mich als Praxistreiber positive Anreize, also die Kontrolle, die damit verbunden ist, auch die Kontrolle, die damit verbunden ist, mit der Stiftung Warentestisierung. Denn ich traue mir selber nicht. Gucken Sie sich doch die Welt an. Alle Menschen glauben, sie würden Gutes tun, aber woher kommt all das Schreckliche auf der Welt?
Ja, weil sie alle vorteilbringende Irrtümer haben und diese glauben und gar nicht merken, wie sehr sie Schlechtes tun. Es gibt so viel Schlechtes auf der Welt nur, weil so viele Menschen so viel Schlechtes tun, getarnt und versteckt hinter ihren vorteilbringenden Irrtümern, mit denen sie quasi ihr eigenes Fehlverhalten beschönigen und als gut erklären. Ja, ich lese weiter. Das Fehlen von positiven Anreizen ist die ständige Versuchung, ins verantwortungslose schlechtes Tun abzurutschen. Und dann sagen die Biologen, und wie kann man diesen Biologen widersprechen? Ja, die Biologen sagen, ja, die Selektion lässt dann alle, die Gutes tun, aussterben, weil nämlich wirtschaftliche Vorteile, die haben im jetzigen System, die Schlechtes tun. Und deswegen brauchen wir GWÖ und GWO, damit wir endlich in den Bereich kommen, dass Gutes tun sich mehr rechnet als Schlechtes tun. Und dann stirbt nämlich das schlechte Tun aus und die dazugehörigen vorteilbringenden Irrtümer sterben auch aus. Ja? Die Frage ist, ob die Biologie sich da irrt. Ich fürchte, sie irrt sich da nicht. Die Hauptfunktion des Fernsehens dürfte das Unterrichten von Verhaltensstörungen sein, die Kommunen erschweren oder zerstören, damit der einsame, kaufsüchtige Single entsteht und damit dann die Werbekunden einen größeren Verkaufserfolg erzielen und dann wieder mehr Werbespots schalten können, die den Fernsehsendern Geld bringen. Na, das ist der Kreislauf der Kooperation, der unseligen, seligen, unsäglichen Kooperation aus Händlersparten und Mediensparten. Und Daten sollten endlich mal zum Nutzen für die Menschen eingesetzt werden. Bisher wurden Daten immer nur wie ein Küchenmesser, wurden nur zum Schaden der Menschen, zum Erstechen der Menschen benutzt. Wir müssen endlich das Küchenmesser zum Tomatenschneiden benutzen und also die Daten endlich mal zum Nutzen für die Menschen einsetzen. Und das wollen die Next Scientists for Future. Und auch wir haben den Blick auf die ganze Welt. Aber eben auch den Blick auf die Wählerinnen. Und das unterscheidet uns. Das heißt, wir sind nicht so verliebt in die Welt als Fetisch, dass wir unsere Wählerinnen aus dem Auge verlieren, sondern wir behalten immer die Wählerinnen im Auge. Denn wer politisch erfolgreich sein will, muss Politik für die Wählerinnen machen und nicht für die Welt. Ja? Ja, und von daher fasse ich zusammen. Ich werde mich jetzt dann also an die Arbeit machen müssen und dann meine Arbeiten da diesbezüglich machen und zum Beispiel für den Artikel 1 der neuen Verfassung. Wir haben heute über die Präambel gesprochen und dann über den Artikel 1 dann schon mal rausfinden, in welche Gruppenüberschriften sich sozusagen bei Artikel 1 die wahrscheinlich 50 verschiedenen Vorschläge für diesen Verfassungspunkt, wie in welche Gruppen die eingeordnet werden können, sodass man dann eine repräsentative Wählerstichprobe entscheiden lassen kann über die Gruppen, bevor man dann die Gewinnergruppe wieder aufdifferenziert und dann nochmal konsensieren lässt. Ja, das war's jetzt für diese Kurzversion. Tschüssi, bis bald. Sie merken's, ich bin müde. Tschüssi, bis morgen.